Wir sind zurück in Elex 2 und diesmal geht es um eine neue Brille, und zwar eine Brille, mit der wir Maschinen erkennen können, und zwar sehr markant. Die sehen wir dann schon vom Weiten. Und dazu musst du einmal hier zur Burgruine West Ignadon, und die befindet sich natürlich im Norden. Hier haben wir die Bastion. Du musst also von der Bastion einmal hier so hoch. Dann geht's los. Wir müssen einmal hier entlang. Du musst aber ein bisschen aufpassen. Hier sind durchaus Feinde unterwegs. Ich war hier schon an dem Ort, habe aber nicht besonders gut gesucht und deshalb die Brille erstmal übersehen. Aber hier schon alles geplättet. Aber ich bin nicht mehr so ganz sicher, was hier alles war. Hier waren auf jeden Fall Typen, das weiß ich. Aber ich glaube auch jetzt nicht so viele. Okay, also, da sind wir. Wir sind hier auf dem halb kaputten Turm und hier sind noch ein paar Sachen, die man sich einsammeln kann. Und da auf der Kiste, prima zum Übersehen, befindet sich die Sonnenbrille. Und die nehmen wir uns jetzt natürlich mal mit. Ich bin jetzt mal eben zum Depot gereist, denn da haben wir auf jeden Fall so einige Roboter und Maschinen und die leuchten auch rot auf, allerdings der Typ hier auch. Seltsam. Eigentlich sollte diese Brille nur die Maschinen hervorheben, aber vielleicht fallen die Alps ja auch darunter. Auf jeden Fall kannst du hier prima den Effekt der Brille sehen. Ist halt die Frage, wie sinnvoll die Brille ist. Bisher kann ich mir da jetzt noch nicht so viel drunter vorstellen. Aber ich denke, es ist wohl besser, sie zu haben, als dass man nachher vielleicht doch denkt, ach, hätte ich doch sowas, womit ich die Maschinchen hier besser erkennen könnte. Das soll es auch schon gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.